So, dass hier schon allerhand getan wird, sieht man einen Tag vor dem Deutschen Logistikkongress. Herzlich willkommen hier in Berlin und wir schauen hinter die Kulissen. Was passiert so alles einen Tag vor dem Kongress? Einfach mal mitkommen. Wie man hier sieht, sieht man viel. Das sehen Sie vorne Gott sei Dank nicht, wenn Sie beim Kongress sind. Viel Müll, viel aufbauen. Es gibt einfach jede Menge zu tun. Mein Gott, ist hier was los. Was macht denn hier eigentlich? Bau dir auf. Ja. Ja. Wie ist das so, einen Tag vorm Kongress? Viel zu tun? Ja, natürlich. Da ist immer viel zu tun. Muss ja alles rechtzeitig fertig werden. Hier ist schon alles klar. Wollen wir mal hier eine Qualitätskontrolle machen? Lass mal gucken. Oh, der Teppich sogar verklebt. Sehr gut. Das ist professionell. Materialien liegen aus, Tische stehen, Stühle stehen. Wunderbar. Wie läuft's hier? So, ein bisschen aufgeregt, bevor es losgeht? Nicht wirklich, aber ich war ein bisschen, bin in Schwitzen gekommen. Was ist passiert? Ja, wir hatten etwa 5 Stunden keinen Strom und mit einem Roboter ist es natürlich nicht so gut. Ja, von Testen und so weiter war nicht drin bis jetzt. Wie läuft's? Alles gut? Ja, gut, ja. Kommt da voran? Wir kommen gut voran, wir sind gerade gute Berliner Currywurst am Essen. Lecker, lecker. Also Magen voll. Was ist heute Ihre Aufgabe hier? Außer Essen? Außer Essen, trinken. Das sieht doch hier ganz fleißig nach Messehostessen aus. Ja, keine Angst haben hier. Guck mal, und alle gehen sofort zurück, Mensch. Alle so hübsch und alle hauen sofort ab. Das ist doch, ich hoffe, es liegt nicht an mir. So sieht ein Veranstaltungsraum aus, einen Tag vor so einem Kongress. Wahnsinnig viel Stühle gestapelt. Hier ist die Deckenkonstruktion schon drin. Also Gott sei Dank, Licht wird es auf jeden Fall morgen geben. Aber ansonsten stehen hier extrem viele Kisten rum. Und ja, es ist auch noch nicht gesaugt worden. Könnte ich eigentlich gleich mal machen. Ich glaube, pro Kongress Jahr legen wir so ungefähr 720 Kilometer in den 3 Tagen zurück. Schauen Sie sich das mal an. Angekommen. Hier ist also der Pressetreff. Im Moment auch noch so ein bisschen in der Vorbereitungsphase, ne? Frau Grünrock, sind Sie schon außer Atem oder geht's noch? Ist ja erst Dienstag. Ja, es ist erst Dienstag und glücklicherweise bin ich noch nicht außer Atem. Aber es kommen noch viele, viele, viele Fragen rein, ne? Es ist ja erst der Tag vor dem Kongress und jetzt werden alle wach. Aber da können wir mit umgehen, das ist jedes Jahr so. Ein eingespieltes Team. Also, Sie haben gesehen, es geht hinter den Kulissen ab, ob in der Küche oder in den Räumen, wo die Aussteller sind oder die Hostessen, jede Menge los. Und wir wünschen viel Spaß beim 33. Deutschen Logistikkongress hier in Berlin und natürlich auf der bvl.de-Seite oder im YouTube-Kanal alle Videoreportagen, die wir dann in diesen Tagen drehen werden. Viel Spaß.